Schönen guten Abend. Mein Name ist Jörg Hortemeyer und ich komme von der Technischen Universität in Clausthal. Ich möchte Ihnen heute Abend schildern, wie wir die Ingenieurmathematik 2 angesichts Corona im letzten Semester verändert haben. Die Ingenieurmathematik ist grundsätzlich eine MINT-Veranstaltung. Das heißt, man hat übliche Einteilungen in Vorlesung, Übung, Tutorium und Hausübungen, die hier korrigiert werden. Inhaltlich geht es um lineare Algebra, auch analytische Geometrie sowie Analysis in mehreren Veränderlichen bis hin zu den Integralsätzen aus der reellen Analysis. Ehe ich mich weiter zu der Veranstaltung äußere, möchte ich erstmal dem gesamten Team danken. Das heißt einerseits dem Dozenten der Vorlesung, Herrn Professor Ippisch, wie auch meinen 8 Hiwis, ohne die alles Weitere nicht möglich gewesen wäre. Nun äußere ich mich zu der Veranstaltung selbst und wie wir die Teile verändert haben. Zentrale Punkte für die Überführung in digitale Lehre war einerseits die Ermöglichung eines Hausübungsbetriebs. Das heißt, wir wollten weiter den Studierenden auf diese Weise persönlich Rückmeldung geben. Eingesetzt haben wir dafür Grafiktablets und E-Mails. Andererseits mussten wir auch überlegen, wie wir die Kommunikation in Corona gestalten können. Hierzu haben wir das Lernmanagementsystem StudIP eingesetzt, immer in dem Bewusstsein, dass viel genauer kommuniziert werden muss, wie der Ablauf der Veranstaltung ist, gerade aufgrund der Unterschiede zu dem, wie es im vorigen Semester war. Nun aber zur Veranstaltung. Für die Vorlesung wurden jede Woche Videos aufgezeichnet. Diese orientierten sich an der Struktur der Mitschrift anstatt an festen Zeitintervallen. Sie waren ein kommentierter Screencast, das heißt, der Dozent war nur zu hören, aber nicht zu sehen. Und sie wurden meistens 3 Tage vor der Vorlesung bereitgestellt. Zusätzlich gab es auch Live-Termine, die zu den üblichen Vorlesungszeiten stattfanden. Diese waren kürzer als sonst, weil eben viel Theorie in die Videos verlagert wurde. Zunächst gab es eine Möglichkeit zum Stellen von Fragen, was vor allem im Chat passierte. Live wurde das Ganze dann um Theorie und weitere Fragen ergänzt. Nun äußere ich mich zu der Übung, die ich selbst gehalten habe. Markiert auf dieser Folie sind die Unterschiede zu dem Vorgehen in der Vorlesung. Die Gliederung hier geschah nach relevanten Aufgaben zu den Vorlesungsinhalten, ähnlich wie es in der Präsenzlehre wäre. Sonst ist es, wie Sie hier sehen, genauso, wie ich es eben für die Vorlesung geschildert habe. Auch bei den Live-Terminen zur Übung ist es im Wesentlichen gleich. Für mich war aber ein zentraler Punkt der Einsatz des Audience Response Systems Pingo, was mir hier geholfen hat, von möglichst vielen Studierenden eine Rückmeldung zu ihrem Kenntnisstand zu erhalten. Pingo setze ich seit Jahren ein und hierüber habe ich auch schon einen längeren Vortrag gehalten, der auch im Internet verfügbar ist. Der Link hierzu ist unten auf der Folie. Vielleicht zu meinem persönlichen Hintergrund. Ich habe an der Universität Paderborn promoviert, sodass ich eben auch dort sehr mit Pingo in Berührung kam. Nun zum Hausübungsbetrieb. Die Abgabe, die sonst in der Vorlesung passierte, funktionierte hier über die E-Mail-Adressen der Tutorin bzw. der Tutoren. Die Blätter wurden dann am Grafiktablet korrigiert und wieder über die Funktions-E-Mail-Adressen zurückgesendet, möglichst vor dem Tutorium. Auch hier gab es Live-Termine. Bei diesen Live-Terminen gab es Räume, die von den Hiwis selbst angelegt wurden, eben auch um ihnen zu zeigen, dass sie dort Freiheiten haben, wie sie vorgehen. Uns war aber wichtig, dass es ein spezielles Eingehen auf typische Fehler gab und eben auch die Möglichkeit zum Stellen von Rückfragen. Zuletzt noch Auszüge aus der Evaluation. Ich habe hier die Punkte markiert, die sich speziell mit der Motivation und den Bemühungen auseinandersetzen, was in vielen Freitextkommentaren sehr geschätzt wurde. Sonst zeigt sich auch, viele andere Teile des Konzeptes kamen sehr gut an bei den Studierenden, was uns natürlich sehr gefreut hat. Dann möchte ich mich auch noch für die Summer School bedanken,
weil sich eben durch die kollegiale Beratung noch weitere Verbesserungen ergeben haben. So wurde mir dort von meinem Team N, was ich hiermit herzlich grüße, vorgeschlagen, erstmal Breakout-Rooms am Anfang zu machen, damit die Fragen von Studierenden erstmal untereinander geklärt werden können und erst danach sollen die Fragen an die Dozierenden gehen. Somit bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und sollten Sie noch Fragen haben, auch wenn Sie nur das Video sehen, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.